Hallo, wir sind Olaf und Dirk und wir sind heute wieder in Bremen vor einem Banner. Ja, wir haben nichts mehr. Ich kann nichts mehr zeigen, das Logo kommt nicht mehr. Außer Jordi, Achtung Jordi, du hast vorher hier das Logo irgendwie reingemacht und ich habe dann drauf gezeigt. Dann habe ich Lügen erzählt. Naja, wir sind in Bremen, wir sind trotzdem wie immer voll im Netz. Ich habe mich mit nichts beschäftigt, aber dafür haben wir die straffe Giraffe 69. Die muss abliefern. Die uns wieder eine Liste, Ahne, Achtung, kuriert hat. Keine Ahnung, was das soll falsch sein, sagt er. Ja, ja. Okay, wir gehen drauf. Was ist das heute? Heute ist Stephen Hawking am Mischpult, oder was? Es ist immer in dem Setup, muss ich die Links immer vorher alle einmal anklicken, das geht sonst nicht, weil ich habe ja nicht zwei Hände frei. Deswegen ist alles abgeklickt, schöne Episode, erstes Ding heißt, was ist denn hier los? Was? Hey, Paul Becker ist der Mann der Freeze Frames, aber wie geil ist denn bitte das? Geile. Eieiei, ist das okay, Olaf gut? Ermittelt. Spontan Episode, Olaf ermittelt. Was ist auf diesem Foto los? Also erstmal ist es Niklas Rudolf im Gegenblock, oder? Ja, Niklas, der wieder irgendwie einfach nur auf Shot springt und da Tentakulis des Scouts macht, genau. Gut, man muss dazu sagen, hinter diesem Banner da unten ist Jonas Schröder. Ja. Jonas Schröder seinerzeit sehr guter Zuspieler gewesen, ja. Sehr sauberes Thema feiner und sonstiges. Techniker. Ich befürchte fast, Jonas Schröder wurde bei irgendeinem Zuspiel rausgenommen, ne? Und Paul Becker kann es nicht glauben. Er hat so und im komplett schräg liegen, hat er einen hoch. Ich würde auch sagen. Aber wie geil ist denn bitte? Wobei, bei Paul Becker ist der einzige Mensch, bei dem ich jetzt nicht ausschließen würde, dass er noch mit einem Cutshot nochmal abschließt, weil ich sage, komm Paul, du kaschierst heute deine Shots ein bisschen besser. Ich tue so, als ob ich einen Ball fange. Dann schreie ich rum und dann mache ich Cutshot. Dann sagt der Schiedsrichter, Paul war abgepfiffen. Paul war abgepfiffen. Daniel Werdens im Chat hier, ey. Guck dir das mal an. Das Bild ist wirklich... Warte, wo kann ich... Hast du Daniel Werdens als Spam markiert, den Kommentaren? Ach geil, der Kanal gehört uns ja jetzt, ne? Stimmt. Schönes Bild. Gefällt uns. Sehr. Ja. Wir machen weiter mit dem nächsten Bild. Ah, jetzt muss ich wieder zurückspringen, warte. Man muss sich zu helfen wissen. Okay, ich habe wieder keine Ahnung, worum es geht. Ah, okay. Der reiche Österreicher aus Wien, Laurenz Leitner, auf der World Tour, wollte sich ein bisschen hier stramm pumpen für die Ladies und hatte scheinbar nichts anderes. Guter Song. Okay. Wiegt halt auch nicht so viel, so ein Bettgestell, oder? Nee, also das ist Laurenz, willst du jetzt damit flexen, dass du mit 15 Kilo dir mal so ein bisschen Bankdrücken gegönnt hast, oder was? Das ist es, glaube ich, nicht, mein Freund. Klar, er hat eine Hühnerbrust so, ne? Ja, wie jeder Volleyballer eigentlich. Aber Bruder, so langweilig ist auf der World Tour, dann geh raus. So, aber mach doch nicht, also was ist das denn? Ich bin schon auf, Beachvolleyball kommen auf viele dumme Sachen im Hotelzimmer. Aber sowas Dummes habe ich noch nie gesehen, wirklich nicht, sorry. Dann lieber einfach wie früher, einfach kopulieren und ja, weil man es nicht lassen genau, kann. Genau, ne? Dann geh doch raus und du kannst doch mit zur Not sagen, also selbst wenn die Frau dich nicht attraktiv findet, du hast doch so unendlich viel Geld, du als Milliardärssohn. Also bitte, Laurenz, komm, bisschen mehr jetzt. Gut, Sinja und Svenja haben zugeschlagen. Ich habe die beide ja wirklich sehr gerne. Aber ab und zu musst du dann halt einfach doch auch dann liefern für das große Ganze. Dann heißt es, Sinja, Svenja, hier, demnächst haben wir so ein wichtiges Turnier. Es wäre echt toll, wenn ihr das mal so ankündigen könnt in der Story. Nehmt einfach so ein kurzes Video auf, ganz authentisch, ganz spontan. Und dann kommt... Ich weiß gar nicht, ob ich es sehen möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich dann kommt das hier raus, meine lieben Freunde. Ah, ich kenn's. Wir sehen uns auf dem König. Live dabei. Bei drei jetzt seid live dabei. Eins, zwei, drei. Seid live dabei. Dabei. Dann werden die auch noch weiß, es ist schon awkward. Oh Gott. Und es ist natürlich nicht gut. Und dann werden die noch verkauft, damit irgendwer das Handy hält. Macht das wahrscheinlich so. War Tommy oder so. Tommy ist Boomer, das ist okay. Oh mein Gott. Vielleicht war es Tommy. Da ist so viel falsch. Wir haben ein bisschen Childhood-Content bekommen. Von auch einem wirklich ganz großen Feini der German Beach Tour. Er hat momentan ein bisschen Probleme, sich ins Hauptfeld zu spielen. War aber in Hamburg am Start. Mhm. Von vielen geliebt. Ehemalig mit Richie P. Müller. Mega Manu. Okay. Manu Harms hat so ein kleines über Leo Hauschild, glaube ich. Ich glaube, es war Leo, der das Bild eingeschickt hat, weil er letztens bei ihm zu Hause war. Auf der Ebene, sehr gut. Oi. Ey.
Harry Potter sein Urgroßvater, oder? Könnte so. Manu Harms bei Harry Potter jetzt einfach mitspielen? Ja, könnte er. Mal ihm da so einen Strich auf die Stirn. Er wäre so der freche Kumpel von Harry wäre? Ja. So auch Gryffindor mit der Krawatte? Safe. Ach, toll. Ja, das wäre er. Wirklich toll. Würde er sich auch freuen drüber. Aber ich damals glaub, in der Welt schon, so, damals schon so ein Schlingellachen, ne? Ja, einer der größten Schlingel. Ja, ja, ist er. Schlingellachen, Schlingelgesichter, Ugly Game Fest Bewerbung haben wir auch bekommen von Leo. Für Leo Hausschild Manu Harms, irgendwas ist passiert. Leo hat. Oh Gott. Es gibt Schlimmere, aber das ist auch schon. Ey, Leo hat Manu jetzt komplett verkauft oder was ist los? Ja, scheinbar. Also, wir kriegen gleich auch noch ein bisschen Leo-Content, macht dir mal keine Sorgen. Den haben wir auch noch. Aber es reicht uns halt nee, das nicht, reicht ne? nicht nee. Sorry, wir hatten Sven in der letzten Episode, wir werden auch neu wieder finden. Trotzdem haben wir da auch ein paar interessante Stories bekommen, weil während Leo diesen ganzen schönen Content geschickt hat, gab es aber immer so einen kleinen Plot-Twist, habe ich das Gefühl. Jetzt bin ich gespannt. Aber da sind wir noch gar nicht, es kommt gleich noch. Wir machen jetzt erstmal kurz Themenwechsel. Warte kurz, einmal kurz zurückspulen. Ich habe mich mit der Erfolge heute gar nicht beschäftigt, gar nicht. Wir machen heute einen kleinen Themenwechsel, warum auch immer. Liebe Strafigraffe 69, habe ich nicht ganz verstanden. Wir gehen rüber zu Chenoa, die in Gelb gestrahlt hat, in ihrer gelben Weihnachtskugel in Hamburg. Ist jetzt blau. Okay. Aber unterschätzt talentiert. Ich habe das auch schon ein paar Mal geübt. Nicht erfolgreich, sag ich dir, wie es ist. That's what she said? Hab ich das jetzt richtig verstanden? Dann am Ende dieser Freeze-Frame, weil wir Chenoa natürlich wieder damit ein bisschen Delay realisiert, was sie da gerade getan hat. Ja. Wie oft schon in ihrem Leben, habe ich das Gefühl. Meistens, ganz ehrlich, ich finde das aber charmant bei Chenoa, muss ich sagen. Ja, ich finde das sehr charmant. Das ist echt gut. Chenoa macht einen klasse Job, ohne Spaß. Ja, nächstes, er schafft es auch ohne Kostüm, sich zum... Oh mein Gott. Ich habe gerade nur gelunkert auf... Oh mein Gott. Nee. Daniel, schön, dass du heute in der Regie bist. Guck's dir einfach selber an. Hi, ich bin's Daniel. Wie ihr vielleicht schon gelesen habt im letzten Gewinnspiel, spielen Niklas und ich nächste Saison zusammen. Und ja, ich freue mich ganz besonders drauf, eine vollständige Saison mit ihm zu spielen. Nach unserem erfolgreichen Stell-Dich-Ein 2015, wo wir es ja auch nach Timmendorf geschafft haben. 2019 der neue Angriff. Und ich wünsche euch schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Uff. Ich weiß nicht, ob Daniel noch die Funktion hat, sich reinzuschalten. Wenn ja, dann bitte jetzt ein Statement. Ich wurde gezwungen von den Strandathleten, dass ich, eine Weihnachts- und Niklas-Botschaft parallel machen muss. Also ja. Hi, ich bin Daniel Mernitz. Das geht ja los, wie so ein bisschen der Single-Person. Ich freue mich wirklich sehr darauf, nächstes Jahr mit Niklas mit und Wolf. Niklas. Nach unserer Saison zu spielen. Stell dich warum ein. Der goldene Bart? Also warum der Instagram-Filter mit dem... War wegen Weihnachten, weil das war ja auch Weihnachtsgrüße mit drin und das war scheinbar irgend so ein Instagram-Filter und ich glaube, zu der Zeit hat man noch Instagram-Filter häufiger mal benutzt. Daniel, ich bewundere ja wirklich an dir, dass du dir dafür nicht zu schade bist und dass dir auch da nichts unangenehm ist. Das finde ich, bewundere ich wirklich. Deswegen ehrliche Frage, von den Top 50 Momenten deines Lebens, wo du jobtechnisch irgendwas Peinliches, würden manche Sachen Leute sagen, machen musstest, geht das in die Top 50 oder ist es außerhalb? Boah, ich fand das damals kein bisschen peinlich. Jetzt gerade verstehe ich, dass man sich da durchaus drüber lustig machen kann. Wahrscheinlich würde ich es wieder tun. Wie immer. Es ist immer das Gleiche. Im Zweifel würde ich es nochmal tun. Oh Gott, Alter. Ja. Die Frage ist, wo hat die Giraffe das gefunden? Wer hat ihr das zugeschickt? So, vielen Dank. Oder auch nicht. Je nachdem. So, jetzt kommen wir zum Plot-Twist, aber wirklich von Leo Hausschild. Also, er schickt uns hier diesen ganzen Content. Auf einmal biegen wir so ein kleines bisschen ab, machen so ein und dann nochmal Handbremse und dann gehen wir doch nochmal nach links. Wir haben den Content bekommen und dann Leo Hausschild. Ach ja, ich habe mich gestern verletzt und mein Finger steht eklig ab, plus sichtbarer Knochen. Wäre das was für euch oder zu heftig? Was? Leo, also wir zeigen es jetzt erstmal. Jordi, du musst eventuell kleines bisschen was pixeln, aber lass ein bisschen was drin. Zur Not-Episode einfach mal über 18 und dann kriegt es halt keine Reichweite. Komm, wir gehen all in. Ich zeige jetzt. Willst du jetzt offene Brüche hier? Wirklich jetzt? Warte, ich mach das Plus davor. Ich mach das Plus davor, dann sieht man es nicht so doll. Was? Alter, wie zusammengemuscht dieser Finger ist. Jordi, da wo das Plus ist, ich hab's dir mal markiert, musst du eventuell da so, mach so einen Tommy-Daumen darüber. Oh. Aber lass schon, dass man den Finger sieht. Ich glaube, da sind wir safe. Da bleiben wir drin.
Leo Hauschild ist das beim Hallenvolleyball tatsächlich passiert. War er voll im Netz oder was? Ohne Spannung hat er scheinbar einen Ball geblockt. Und das ist also für alle, die jetzt überlegt haben, ich wollte auch mal Hallenvolleyball spielen, lasst es vielleicht doch besser mal bleiben. Oh, Jordi, warte, ich markiere dir wieder, wo du eventuell ein bisschen was machen müsstest. Dein Job ist gerade ein bisschen schwerer geworden. Oh, was? Du ekelhaftes Schwein, Leo, Alter, wirklich. Oh Gott, ich kann mir sowas wirklich ganz gut angucken, ne? Aber mir wird ein bisschen schlecht gerade. Mir wird wirklich ein bisschen schlecht gerade. Mach das weg, bitte. Mach weg. Das ist harter Tobak. Das ist starker Tobak. Wie war das wirklich denn überhaupt mit dem Content jetzt? Nur wegen des Plot-Twists im Chat? Ist er jetzt hier reingekommen mit dem Content oder was? Leo, ey. Gute Besserung. Ja. Verschont uns alle. Gute Besserung, Punkt. Gut, wir gehen eins weiter und das war auch eine schöne Geschichte. Es gab ja ein Fehmarn-Turnier. Schade, dass du nicht in den Top 3 warst, weil ansonsten hätten wir dich dann wahrscheinlich jetzt auch bekommen hier, so ein bisschen nackelig. Weil es war so ein Top 3-Ding, du warst auf dem Podium und die haben sich dafür entschieden zu sagen, komm, wir gönnen mal ein bisschen Content. Guck dir das mal an, wie stramm, Alter, stramm wie ein Tiger. Der strammste mit Abstand, Simon Fretscher, guck dir das an, du springst nicht von irgendwo. Alter. Und wer macht wieder nicht mit? Erik Stadi. Ja, aber darf ich ganz ehrlich sein? Erik Stadi. Hätte ich mich nicht daneben gestellt. Weil bei mir diese gerade die Kompressionshosen, die führen ja dazu, dass man meine Schürzen an der Seite so überschwappen. Das kann ich nicht bringen. Ja, Max Just und King Kühlborn irgendwie. Max Just hat King Kühlborn eine geschenkt. Aber der läuft ja auch mal mit dieser Verflodderten rum. Von daher war mal an der Zeit. Und Louis Wüst macht. Ach, so ein Reingucken-Ding wahrscheinlich, ne? Alter, diese, guck mal. Alter, Philipp Huster kann so ganz anonym halt die Frau, die nicht neben ihm steht, sondern also die daneben, Übernächste. Ja, ja. Der kann er so einmal so sneaky hinten ran, was man natürlich nicht machen sollte, ne? Es ist 2022, ne? Ihr so MeToo also und so weiter. 2020 hätte man das machen dürfen. Nee, mir wurde 2020 an den Schwanz gefasst, also ich weiß nicht, was da los ist mit dem Beachvolleyball-Publikum. Naja, gut, okay. Okay, toll. Toller Content. Ach, gut, dass ich nie so Podiumsbilder mehr machen muss. Hä, was ist das denn? Was ist das denn für ein Foto? Warum ist das denn reingekommen? Was ist denn die Nachricht dazu? Thinking about life. Ja gut, da war Dirk Funk sonntagsabends voll in Bremen. Das war, ja, Sachen, die aber sich das halt... sieht man schon hier unten, ey. Low-key thick. Sag ich dir, wie es ist. Mhm. Ist ja total dumm, das habe ich mir nicht angeguckt vorher. Oh, und jetzt noch, da bin ich jetzt gespannt, Jonas Kaminski, Party-Legende steht hier. Oha. Oh mein Gott. Oh, was? Was? Das ist Clip of the Year. Das ist Clip of the Year und ohne Spaß, jeder kennt es. Dieser Moment, dir ist schon so schwummig, denkst aber, nee, es geht. Komm, ich fühl's jetzt nochmal richtig. Ich fühl's nochmal richtig. Und dann auf einmal verlierst du komplett die Kontrolle. Noch einmal zum Genießen. Jonas Kaminski, ich gönn euch sogar in... Nee, original, weil du brauchst die Musik. Das ist ja der Wahnsinn. Und er wird so verkauft. Jeder lässt ihn fallen. Fang ihn doch jetzt hier, du Bro, da in deinem blau karierten, blau gestreiften Ding. Er hier, du hast die Chance. Da glibbert er gerade ab. Alter. Einfach fallen gelassen und dahergeguckt. Traum. Ich hätte mir keinen besseren Clip zum Abschluss dieser Episode wünschen können. Sage ich dir, wie es ist. Und dementsprechend würde ich nur darauf nochmal aufmerksam machen wollen. Du mit Sicherheit auch. Das war einer der Top 5 Clips all time, den wir hier in diesem Format hatten. Ja. Der war ja... Alter. Das ist der Hammer. Wir müssen langsam mal wieder neue Selvi posten. Aber dieser Account ist toll. So unterschätzt. Ist wichtig. Wir haben 1500 Leute, die potenziell uns immer wieder genau diesen Content hier hinschicken, damit wir wirklich gar nichts mehr machen müssen, sondern nur irgendwie hier vor einem Banner irgendwie diese Sachen vortragen. Send Nudes. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir wieder voll im Netz im Studio sind. Tschüss.